Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Better Simplex Wurf. Ihr seht ein neues Becken. Hier ist gerade noch alles aus. Ihr seht, die Sonne scheint hier so ein bisschen rein. Deswegen habe ich alles ausgemacht. Jetzt über die Mittagszeit im Sommer. Das stört die Fische nicht. Das ist eher auch mal ganz entspannt, wenn es hier nicht blubbert. Und ihr seht, die Tiere da hinten spiegeln ein bisschen. Die sind jetzt so circa 2 cm groß. Was mir aufgefallen ist bei dem Simplex, dass die tatsächlich ähnlich schnell wachsen. Bei den Betta Splendens ist es ja so, dass sie relativ unterschiedlich wachsen, aber die halten irgendwie alle die gleiche Größe. Jo, aber was so größentechnisch, sag ich mal, bisher gekommen ist, ist wirklich minimal, wenn man das mit dem Splendenswurf vergleicht, der im Prinzip kurz danach oder kurz davor geschlüpft ist. Ja, die verstecken sich jetzt natürlich. Oh, da unten rechts ist immer noch der Splendens. Den habe ich immer noch nicht rausgefangen, aber das stört jetzt hier jetzt nicht. Ich werde das beim nächsten Mal machen. Ich will die jetzt hier nicht auffüllen. Ich habe ja heute hier erst das neu gemacht. Wasserwechsel. Auch wenn hier Dreck liegt, das kommt von den Pflanzen. Ja, die haben immer noch so eine Stressfärbung, will ich jetzt mal sagen. Aber die glitzern auch schon so ein bisschen im Licht. Seht ihr das? Und da als Vergleich eine ganz normale Blasenschnecke. Ich füttere die erst gleich. Ich habe die noch nicht gefüttert. Die sollten erstmal hier entspannt ankommen. Die sind jetzt hier circa 2 Stunden drin. Und ja, sollen erstmal gucken und suchen, ob sie hier vielleicht noch Reste finden. Ich habe auch Laub reingemacht, seht ihr hier, und provisorischen Deckel mit Licht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Updates von den Better Simplex haben wollt, die jetzt übrigens 3 Monate alt sind, 12 Wochen, dann schaut doch gerne auf meine Webseite oder abonniert diesen Kanal, das ist kostenlos und ich freue mich auch immer über Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch Wildbettas und sagt mal, was für wilde Kampffische ihr denn habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Ciao!